So, hallo ihr Lieben, viele liebe Grüße aus Potsdam. Beginne ich jetzt mal hier im Krongut zu Bornstedt. Das ist also ein Stadtteil, das gehört also zu Potsdam. Und dieses Krongut war ehemals ein Mustergut der Familie Hohenzollern. Es umfasst sehr viele Nebengebäude, unter anderem jetzt eine Brauerei. Dann haben wir da auch ein Standesamt, Friseure, Kosmetik. Also viele Geschäfte sind so rausgegangen, weil das Krongut erlebte sein Hoch in den 2000er Jahren. Dann haben wir hier jetzt, das gehört zu Luther und Wegner, das war mal eine Glasbläserei und was waren da noch? Irgendwie so ein Weingut, ach, eine Weinscheune haben wir immer noch. Dann haben wir hier die Brandenburg-Manufaktur, die königliche Hofbäckerei. Da gibt es leckeren Kuchen, dann ein Zinnfigurenkabinett und natürlich auch einen königlichen Floristen. So, Ladies, die Sonne scheint mir wahrscheinlich jetzt okay. Also ich muss ein bisschen blinzeln. Ihr Süßen, ich bin jetzt in Potsdam angekommen und werde jetzt gleich zur historischen Mühle laufen. Also das liegt hinter dem Schloss Sanssouci und da gibt es ein Restaurant, also das Mövenpick. Und da werde ich was zum Mittag essen, weil ich nämlich einen tierischen Hunger habe. Das Wetter ist ausgezeichnet. Es ist zwar noch kühl, ihr seht, ich habe eine Mütze auf und einen Schal drum. Ich schwenke, mache nochmal so den Schwenk hier. Ja. Und Ich habe mir schon gerade was angeschaut. Das ist zum Mäusemelken. Ich will gar nicht weiter drüber reden. Ihr wisst schon, Wohnung, ne? Also das ist, naja, das wird noch was geben. Ich rechne mit so einem halben Jahr, dass ich noch ein halbes Jahr brauchen werde. Ich habe mir sogar einen Kamerastab gekauft, dass ich das ein bisschen weg habe. Ich hoffe, dass der Ton ausreicht. Und ich gehe jetzt mal zu diesem kleinen Tümpel. Das ist so ein kleiner See. Guckt euch das da mal an. Wie mega, nee, warte, ich muss umdrehen. So. Guckt mal, wie schön das ist hier. Also, es ist, ich liebe es hier. Und jetzt gehe ich mal zu dem See. Also, in den 2000er Jahren erlebte das hier so seinen Höhepunkt, ne? Also, von Touristen und ne, da haben die ganzen, also, diese Gewerke, ein Gewerk, ich rede doch ein Schwachsinn, also der hat das Handwerk da alles aufgemacht und dann, seitdem die Ribbeckstraße nicht mehr befahren werden darf mit Bussen und das liegt eben ein bisschen hinter dem Schloss Sanssouci und hinter der Orangerie, also zum Grundgut muss man schon laufen und man darf, wie gesagt, mit den Bussen hier nicht mehr her und das seitdem ist irgendwie, weil die Anwohner sich beschwert haben, hier wohnen ein paar bekannte, berühmte Anwohner, die haben sich schon beschwert, nee, sie wollen das nicht mit den Bussen und nein, und dürfen die Busse hier nicht mehr ranfahren und so, und schon ist es ist aus die Maus, kommt keiner mehr her. So, da geradezu kann man übrigens auch heiraten, ja, das ist sehr schön, also es ist ein sehr schönes Gebäude, ja, und hier durch den, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, durch die Bäume ist dann die Orangerie. So, jetzt warte mal, jetzt drehe ich mich wieder mal um zu euch. So, ich werde jetzt was mache ich denn jetzt? Also ich laufe jetzt zur historischen Mühle und quatsch dabei ein bisschen mit euch. Ja, also ich hatte eine ganz angenehme Fahrt hier hoch. Man fährt ja so, wenn man gut durchkommt, so 6 Stunden ungefähr. Ich muss ein bisschen außerhalb von Berlin fahren, weil meine Freundin nicht direkt in Berlin gibt, sondern die wohnt etwas im Grünen, sehr schön. Und ja, also Sonntagsfahren ist toll. Also ab Mitte. Wir sind nicht mehr drauf. also. Da waren gerade so ein paar junge Männer, die haben mich hier die ganze Zeit beobachtet und wollten unbedingt mit drauf. Siehst du, es gibt doch Leute, die mit drauf wollen. Also, ja, was wollte ich sagen? Also Sonntagsfahren ist gar nicht schlecht bis Sonntagmittag. So, dann geht es natürlich auch los. Dann kommen die ganzen Kaffeefahrten. Also die Leute, die sonntags fahren. So, hier ist wahrscheinlich das Tor zu, ne? Was ein Scheiß. Na, hier ist nichts mehr los. Ich sag euch, in den 2000er Jahren hatte ich auch noch eine Wohnung hier oben. Da ging ja der Punk ab, ne? Der Punk ging hier ab und jetzt ist tote Hose. Nix hier. Da war hier, oh. Da gab es hier so einen netten, das war so ein Schneider, also konnte man so historische Kostüme sich machen lassen und kaufen und Hüte. Hier war
Achterbahn. Na, Kosmetik und Friseur drin. Dr. Hauschka sogar war das. Und die geben gar keine Ruhe da hinten. Die wollen unbedingt mit auf den Film. Na gut, also. Ich habe euch ja versprochen, ne, dass ich euch mit. Oh, mir drehen die Augen. Kennt ihr das? Das einfach so die Augen drehen. Moment. Es wird jetzt nicht groß geschnitten und verschönt und bla bla blub. Das ist jetzt so, wie es ist. So wie ich es mache, kommt es rein. Ja? Ich hoffe, dass ihr nicht so lange braucht zum Hochladen. Weil das Internet hier so scheiße ist. Also hier. Guck mal. Das sieht auch nicht schlecht aus. Kann man denn essen? Hier finden immer so Feste statt, so Weihnachtsmarkt und Oktoberfest und Osterfest und Osterfeuer und ja, da ist immer ein bisschen was los. Und hier, wo ihr seht, der Malzboden und da, wo der Malzboden jetzt, wo jetzt Malzboden steht, da, natürlich war das hier nicht, das ist irgendeine Bar hier, ne? Da war in den 2000er Jahren Prinzessin Feodora. Ihr kennt vielleicht nur die Schokolade, die Feodora-Schokolade. Die hatten hier so eine kleine Schokolaterie, weil die Prinzessin Feodora, irgendwie eine Tochter von irgendeiner Königin Auguste, keine Ahnung welche Auguste das war, die hat hier nämlich gelebt. Das war ihr Sommerschloss hier. So, es ist nur ein Ausgang hier. Eine Tür ist auf. Im Ganzen gut. Na gut. Guck mal, ich frage mal, wie lange diese... Achso, und hier haben wir die... Guck mal. Hier haben wir die königliche Hofbäckerei. Königliche Hofbäckerei. Also hier gab es mal richtig tollen Kuchen. Mittlerweile haben die Besitzer hier ständig gewechselt. Und mittlerweile ist das so Aufbackware. Ne? Aufbackware, ja, also was so. Die haben, da konnte man früher, ist eine Backstube, konnte man reinschauen in die Backstube, die Brötchen gebacken haben, Brot und tollen Kuchen. Mittlerweile ist das alles, naja, schade, ne? Alles, was. Alles Gute geht irgendwie vorbei und wird ersetzt durch industriellen Scheiß. Das ist billiger, ne? So. Und das ist irgendwie so verrückt, es wird nichts besser, ne? Globalisierung hin oder her, Industrialisierung hin oder her, Weiterentwicklung, alles muss immer weiter, weiter, besser, besser, größer, schöner. Schwachsinn, Bullshit, Blödsinn. Ich sag euch, dass ich sag euch was, ja? Man kann doch mal was so lassen, wie es war, wenn was gut war. Es muss nicht immer alles neu gemacht werden. Aber wem sage ich das? Ich bin eben eine andere Generation. Und ich bin auch für Fortschritt. Aber ich bin nicht dafür, dass alles ständig immer verändert werden muss und dass das Gute schlechter wird. Das finde ich richtig doof. So, jetzt seht ihr, wartet mal. Jetzt seht ihr das immer von der Seite. Das ist die Rebeckstraße. Und hier wohnt auch der Wolle. Ich sage aber nicht, wo. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Ja, der wohnt hier. Der hat hier sein Elternhaus. Und ja, das ist unter anderem einer der Prominenten, die hier leben, in dieser Rebeckstraße. Und deshalb dürfen wir die Busse nicht mehr langfahren. Und hier darf man auch nicht mehr parken. Ich habe es riskiert öfter mal und habe immer einen Strafzettel bekommen. Das ist alles nur noch Anwohnerparkplätze. Also hier sind wunderschöne Villen. Ich sag euch, die sind so schön zum Sterben, so schön sind die. Oh. Naja, also hier muss man schon sehr viel Geld haben, um sich hier was leisten zu können. Ich frage mich immer manchmal, was hier so viele Leute wohnen. Ne? Gut, also hier ist nur eine kleine Klitsche. Guckt mal. Die, da wird jetzt gerade gebaut. Hier ist der Eingangsverhältnis. Schöne Remisen hinten mit dran. Hier wieder Kommando zurück. Und also wer sich hier was leisten kann, der hat alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. So, also ich bewege mich jetzt auf das Schloss. Das Haus ist hier zu. Nein, Quatsch, entschuldigt bitte. Auf die Orangerie. Wo also die Topf- und Kübelpflanzen gelagert werden aus dem gesamten Park. Und Friedrich Wilhelm IV. Hatte da seine Sommerwohnung.
sehr schön, aber komme ich ja eh nicht rein mit dem Ding, mit der Kamera. So, und hier, auch so süßer Wind, ich sag's euch, das ist richtig hübsch. Guck mal, mit den Türmchen, meine Güte, und da hinten ist die Orangerie. Okay, jetzt fangen wir gerade wieder an mit dem Laubstaubsauger. Und mit, naja klar, Frühjahrsputze im Garten. So, ich lasse die Kamera jetzt mal so und laufe mit euch hier zur Orangerie. Von hinten ist die jetzt zu sehen. Ja, hier gibt es den berühmten Raphaelsaal mit lauter Kopien vom Raphael. Unter anderem der Sixtinischen Madonna. Da gibt es Malerie-Zimmer, Lapislazuli-Zimmer. Viele schöne Zimmerchen. So. Ich bin etwas außer Atem. Ja, also ich latsche da jetzt hin. Oh Gott, hier ist jetzt windig. Ne? Also die Sonne scheint, aber es ist noch empfindlich frisch, würde ich sagen. Empfindlich frisch. Und mir tränt das Auge. Hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich habe Augentropfen drin reingemacht. Ich habe noch eine rote Nase. Okay, ja. Ich wollte jetzt versuchen, nicht die Kamera auszumachen, weil es dann so schwierig ist mit diesem Zusammenfügen da. Ich habe ja nicht kein gescheites, mein Laptop kein gescheites Filmprogramm. Ich kriege ja so die Videos so ungeschnitten, ungefiltert zu sehen, was ja auch nicht schlecht ist. Und hier geht so ein bisschen bergauf, deshalb bin ich etwas aus der Puste. Und ja, hier gibt es auch noch auf dem Rollwürfel, sehe ich gerade, den schönen Rasen verunstalten. Das ist auch so ein Thema, ne? Rollwürfel. Ja, also ich bewege mich jetzt zur historischen Mühle. Das ist ein Restaurant, also generell die historische Mühle, wo das Getreide angemalt worden ist. Und es gibt dazu so ein Gebäude, was früher schon so ein, naja, wie so eine Art Wintergarten so war. Und es wurde dann jetzt, also nach der Wende von Mövenpick, kennt er ja, Schweizer Unternehmen, gekauft oder heißt der Fuchs, pachtet, und da ist das Mövenpick dran. Und das ist ein sehr beliebtes Restaurant, weil die haben immer tolle so Frühstücksangebote, Brunchangebote, Lunchangebote, Specialangebote, ganz gute Küche, Schweizer Küche eben, da kann man ganz gut schweizerisch die essen. Die Rösti. Und habe ich jetzt Bock drauf auf Schweizer Rösti. So, touristenmäßig ist noch nicht so viel los. Das hält sich noch im Rahmen, weil noch zu kalt. Obwohl ein paar Busse stehen hier schon. Und Scheiße, ich will euch diese Mühle zeigen. Aber es ist noch ein Moment. So, oh. Mensch, ey, das ist diese Heulerei. Okay, Kirsti live, wenn das sicher Kirsti live sogar. Das ist ja live alles, ne? Und oh, ich bin so froh, dass ich die Mütze aufgesetzt habe, weil auf dem Kopf muss es warm sein, sonst kriegt man eine Kälte. Und dieses Mützchen, das Teil habe ich mir selbst gestrickt. In so einem Farbanfall wieder mal. Eigentlich sollte die Mütze zu der grünen Jacke sein, die ich nicht mehr habe. Aber oh, ich komme aus dieser schwarzen Winterjacke, aus dem Wintermantel auch nicht raus. Gut, dass ich ihn mitgenommen habe, weil es ist echt kalt. Es ist wirklich noch kalt. Man ist ja so gewillt, ne, sobald so ein paar Sonnenstrahlen rauskommen, sich sofort alles vom Leib zu reißen und sich dünner anzuziehen. Ist nicht so gut. Das rätscht mal hessisch hier. Ist nicht so gut, ihr Süßen. So, aber jetzt gleich seht ihr die Mühle. Wow, ich drehe mich mal rum hier. So, guck mal. Da seht ihr die Flügelchen schon. Da ist die Mühle. Die historische Mühle. Ja, die sind so schöne Nebengebäude. Alles in diesem typischen gelben, diesen Sandstein oder ja, so ein Sandkiesel, Ziegelstein ist das. Da vorne haben wir dann von hinten das Schloss Sanssouci. Und hier sind schon viele Sprachen unterwegs. Na ja, klar, Touristen. Und ich bewege mich jetzt mit euch zusammen in das Restaurant, wo ich gleich alleine essen werde. Ja. So, und da vorne ist so ein Flötenspieler, das ist ganz süß. Den könnt ihr mal mit aufnehmen, den Flötenspieler. Ich frage ihn mal, ob er auf
Bild will. Und so, da haben wir die historische Mühle. Die war bis zu Ostzeiten war die Ruine. Das haben sie circa nach der Wende wieder aufgebaut, dass die Osnabrücker die alles verkommen lassen. Ja. Jetzt habe ich hier, guck mal, Pferdchen, seht ihr? Pferdchen. Pferdchen hier kann man also statt uns mal ein Pferdchen machen. Und so. Das gehe ich mal mit euch zu dem Flötenspieler. Da wird jetzt auch fotografiert, gefilmt. Hier sind so ein paar Schulklassen oder was unterwegs. Spanier. Hm. Und so. Jetzt hört er auf zu spielen. Jetzt muss er weiter. Ja, guck mal, das ist er. Ist das nicht? Hm? Das ist der Flötenspieler hier. Schön macht er das. Ne? Also das ist die Hofmusik von Friedrich Wilhelm. Foto, 1 Euro steht da. Foto. Foto mit Musik. Machen wir gleich. Pass mal auf, ich mach mal in den Film. Sofort. Mit dem Film. Jetzt habe ich hier den hier. Warte mal, mache ich Spende gleich. Ich kriege das jetzt nicht hin. Kriegen wir uns das drauf? Kriegen wir uns da drauf? Guck mal hier. Das ist Hofmusik, ne? Friedrich Wilhelm, oder? No, yes. Schön macht er das. Sehr schön. Okay. So. Und jetzt lasse ich es mal an. Jetzt kriege ich da noch eine Spende hier. Muss auch von was leben, ne? Irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder so. So, warte mal, jetzt muss ich mit einer Hand mein Portemonnaie hier rausholen. Und schön machst du das. Okay.